Die Globalisierung und die Wissensgesellschaft stellt heute eine große Herausforderung an die Menschen dar, die durch den demografischen Wandel noch verstärkt wird. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, hat heute eigentlich keine Bedeutung mehr. Lernen hört nicht nach der Schule, nach der Ausbildung oder nach dem Studium auf. Denn Lernen ist ein wesentliches Werkzeug zum Erlangen von Bildung und Arbeitsmarktchancen. Lebenslanges Lernen ist das Schlüsselwort, um am Arbeitsmarkt mithalten zu können, um eine Berufs- oder Schulausbildung nachzuholen oder wenn man sich einfach weiterbilden möchte. Informationstechnologie im Allgemeinen dringt heute in alle Lebensbereiche ein. Sie ist für Unternehmen ein wichtiger Wettbewerbsfaktor geworden und hat uns in vielen Bereichen das Leben erleichtert. Computer sind allgegenwärtig, auch wenn Rechnerleistung heute immer mehr durch das Internet bereitgestellt wird. Das macht lokale Anwendungen wie Bürosoftware immer mehr überflüssig, weil das Internet uns hier unterstützt. Informationstechnologie und Datenverarbeitung, meine Damen und Herren, ist heute eine Allzwecktechnologie, ähnlich wie die Elektrizität. Sie wird von Netzwerken zur Verfügung gestellt. Mit dem Einsatz der neuen Medien, der mobilen Devices, sind wir heute gewohnt, an jedem Ort und zu jeder Zeit miteinander zu kommunizieren und Wisseninhalte abzufragen. Wir sind heute gewohnt, Dinge, die wir nicht wissen, einfach zu googeln oder in Wikipedia nachzulesen. Aber welche Auswirkungen haben diese neuen Technologien auf Bildungsorganisationen? Können sie uns wirklich helfen, in Zeiten von Budgetkürzungen im Bildungsbereich effizienter und produktiver Wissen zu vermitteln? Vielleicht können wir auch den ökologischen Aspekt am Rande betrachten. Einen der größten Anteile im Einkauf einer Ausbildungsorganisation macht immer noch das Papier aus. Verkehrspolitische Aspekte werden insofern berührt, als Vortragende oder Lehrer heute bestimmte Verwaltungstätigkeiten nicht mehr vor Ort in der Schule durchführen müssen, sondern dies bequem von zu Hause machen können. Erziehungsberechtigte werden mit administrativen Tätigkeiten ebenso unterstützt, als auch Schüler, die rechtzeitig von Ausfall von Unterrichtsstunden erfahren. Das alles hat wesentliche Auswirkungen auf Unterricht und Verkehr. Aber wollen wir vielleicht unsere Aufmerksamkeit kurz auf die Ausbildungsprozesse lenken und definieren wir einmal den Begriff der Ausbildung. Bildungszentren vermitteln in einem definierten Zeitraum mit gewissen Vortragenden ein gewisses Wissensgebiet, das fallweise auch überprüft wird. Wenn wir heute von der Verwaltung von Bildungsorganisationen sprechen, dann meinen wir das Managen von Personen wie Mitarbeiter, Kandidaten, Studenten, Lehrer, aber auch Räumlichkeiten, Inventar, Lehrmittel, Kursen oder natürlich auch Wissensgebiete. Ziel ist es durch eine einfache Verwaltung, dass die Servicequalität einfach erhöht wird und dass die Kosten gesenkt werden. Um mit mobilen Devices auch effektiv und effizient arbeiten zu können, benötigen wir heute eine leistungsfähige Infrastruktur. Die österreichische Bundesregierung hat im letzten Jahr die Breitbandmilliarde beschlossen, damit ist der Weg frei zum Ausbau der Infrastrukturen und der Netzwerktechnologien, die uns heute den Umgang mit diesen Medien leichter machen. Informationen können heute standardunabhängig über Sublierungen, über Sprechstunden, drohender negativer Noten. Elternteile haben heute, können Zugriff auf das Klassenbuch haben, ob Frau Tochter oder Herr Sohn auch tatsächlich in der Schule anwesend ist. Klassenbucheinträge werden so mit, wie es zu unserer Zeit noch üblich war, nicht mehr geheim gehalten. Eltern nutzen das System genauso standardunabhängig wie Lehrer, Schüler und Vortragende. Im Bildungswesen kommt es darauf an, die Vermittlung von Bildungsinhalten effektiver zu gestalten.
die Kommunikation und die Zusammenarbeit der Beteiligten zu verbessern und Synergien bei der Aufbereitung von Inhalten zu schaffen, den Zugriff auf diese zu erleichtern und administrative Belastungen zu reduzieren. Ganz einfach die Tätigkeiten zu vereinfachen. Schulen vernetzen wäre zum Beispiel eine Idee, um quasi Zugang zu einem gewissen Wissenspool, ich habe mir mal erlaubt, das Edupedia zu nennen, zu gewährleisten und gegebenenfalls Kenntnisse untereinander einfach zu teilen. Ziel für die Bildungsorganisationen ist es einfach, die Servicequalität für Lehrer, Vortragende, Schüler und Studenten zu vereinfachen. Wir haben heute die Möglichkeit, über Online-Portale, über Online-Tools Bibliotheksverwaltungen durchzuführen. Wir können Bücher am Abgabeort, Ablageort definieren. Wir können sie vorbestellen und ausleihen. Ein weiterer zeitintensiver Ablauf einer Bildungsorganisation ist die Archivierung historischer Daten. Denken wir im Unternehmensbereich über Mitarbeiter, deren Ausbildungsprogramme, Lebensläufe ich verwalte, Ausbildungspläne ich verwalte, Zertifikate, die ich bei möglichen Ausschreibungen vielleicht künftig brauchen werde. Aber auch Studentenakte verwalten heute Diplome, Diplomprüfungen und Studiennachweise. Der Schülerakt archiviert Zeugnisse, die eine gewisse Aufbewahrungszeit haben und Prüfungsprotokolle, die ebenfalls einen gewissen Zeitraum bedürfen, um aufbewahrt zu werden. Ein zentrales Tool einer Ausbildungsorganisation ist der Stundenplan. Hier sprechen wir von einem Planungstool, das ein Berechnungstool darstellt und verschiedene Parameter zu verwalten hat, um einen Stundenplan zu erstellen. Neben den vortragenden Lehrern werden hier Räumlichkeiten berücksichtigt, Lehrmittel berücksichtigt, die auch untereinander Ausschlusskriterien haben. Auch gesetzliche Parameter und Richtlinien finden hier ihre Anwendungen, wo man doch auf die Unterrichtsverpflichtung eines Lehrers Rücksicht nehmen muss, der eine bestimmte Anzahl von Wochenstunden hier absolvieren muss. Gehen wir vielleicht in den Bereich der Unternehmen und der Personalentwicklungen, denken wir an große HR-Abteilungen. Mitarbeiter sind heute unser Kapital, mit deren Kompetenz und Wissen wir mit unserem Unternehmen Wettbewerbsvorteile schaffen. Der Bewerbungsprozess wird ein immer wichtiger, der Recruitingsprozess wird immer ein wichtiger. Unternehmen müssen sich heute damit beschäftigen, qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen anzuwerben. Und es gibt einen ganz klaren Fokus. Hier geht es um die Gewinnung von Nachwuchskräften. Unternehmen und ihre Verwaltungen müssen ihre Personalentwicklung noch stärker als bisher am Lernen im Lebenslauf und damit auf die bedarfsorientierte fortlaufende Qualifizierung während der gesamten Lebensarbeitszeit ausrichten. Fasst man jetzt alle Aufgaben der Berufsausbildung zusammen, so geht es immer darum, die richtigen Nachwuchskräfte für das eigene Unternehmen zu finden, bedarfsgerecht zu qualifizieren und möglichst lang an das Unternehmen zu binden. Ja, um Wissensinhalte zu vermitteln, bedienen sich Bildungsorganisationen immer noch Hilfsmitteln wie Tafel oder Flipchart oder Ähnliches. Wir glauben, dass wir mit unserer Lösung hier ein Ende der Kreidezeit bewirkt haben und diese neuen Technologien lassen sich heute nahezu an jedem Ort und auf praktisch jeder Unterlage und Oberfläche projizieren und lassen somit eine virtuelle Arbeitsfläche entstehen. Das kann man jetzt mit Stiften definieren. Diese Stifte definieren einen Arbeitsbereich an einer, wenn Sie wollen, auch weißen Wand, kalibrieren diesen und via Bluetooth erfolgt die Übertragung. Sie greifen heute auf eine Toolbar zu, die alle Funktionalitäten einer Schultafel beinhaltet. Sie können auch die alte Schultafel weiterverwenden, wenn Sie diese folieren. Und Sie haben sogar die Möglichkeit, mit Fingertouch heute
ganz einfach die Bedienung via Hand vorzunehmen. Das funktioniert mit Infrarot. Ein Raster auf dem definierten Arbeitsbereich erkennt ihre Tätigkeiten. Ja, und wenn wir uns zurückerinnern an unsere Schulzeit, wir mussten noch brav das abpinseln, was der Lehrer auf die Tafel geschrieben hat. Heute ist man sich darüber einig, dass Bildungsinhalte viel besser vermittelt werden können, wenn der Kandidat, der Mitarbeiter, der Schüler sich vollständig auf den Unterricht konzentrieren kann, Notizen via Hand auf diesen neuen virtuellen Arbeitsfläche können direkt in ein Word-Format übermittelt werden und jederzeit zur Verfügung gestellt werden. Ja, so lassen sich auch ganz leicht Filme über diese Technologie abspielen, einzelne Szenen können besprochen oder bearbeitet per Internet verschickt werden. Also wie jede Tätigkeit, die Sie halt übers mobile Device wie iPad oder auch auf dem PC gewohnt sind, können Sie hier auf dieser virtuellen Arbeitsfläche erledigen. Ich darf jetzt auf unsere Softwarelösung ein wenig eingehen und da vielleicht noch einmal Sie an die Definition der Ausbildung erinnern. Bildungsorganisationen vermitteln in einem definierten Zeitraum mit einem bestimmten Vortragenden ein Wissensgebiet, das bei Bedarf auch überprüft werden kann. Dieser Leitsatz war so quasi die Basis für die Überlegungen zu unserer Softwarearchitektur und zur Softwareentwicklung. Unsere Verwaltungslösung Edwin, die für Education Wins steht, ist ein Vorreiter für flexible und parametrisierbare, ablauforientierte Abwicklung der Datenverwaltung im Bereich der schulischen und berufsbegleitenden Ausbildung. Software muss administrative Zeit einsparen, zur Qualitätssicherung beitragen und gleichzeitig den Wissensaustausch untereinander ermöglichen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Moderne Softwaresysteme sollen auch die digitale Kommunikation unterstützen. Damit meine ich nicht die Darstellung von Informationen auf einer Webseite, sondern vielmehr die direkte Kommunikation über Chat oder Microblog. Softwaresysteme in der Berufsausbildung sollten sich eher an Facebook und Twitter orientieren, als an starren Personalmanagementlösungen. Stichwort wäre da für mich Enterprise 2.0. Wir haben versucht, in dieser Lösung sehr viele Standard-Tools zu verwenden, Werkzeuge in der Softwareentwicklung, die dem User vertraute Benutzeroberfläche ermöglichen. Die Software muss verfügbar sein, sie muss jederzeit und überall Anwendung finden. Sie muss auf Ausbildungsorganisationen, die sich mit Stolz oft eine Autonomie beibehalten haben, anpassbar sein. Dahinter steht ein Workflow-Modul, wo hier Prozesse einfach schnell veränderbar sind. Und sie muss sich an Rahmenbedingungen wie Gesetzesänderungen anpassen. Hier haben wir die Form einer Regeldatenbank gewählt, dass ohne jetzt hier Downtimes der Software zu erzeugen, Updates im Echtbetrieb durchgeführt werden. Nachdem wir hier mit personalbezogenen Daten arbeiten, ist der Datenschutz eine wesentliche Komponente und deren Sicherheit. Bei der Architektur haben wir auch physisch im Hardware-Bereich Benutzeroberfläche, Prozessabläufe und Daten durch Server und Firewalls getrennt. Wesentliche Anforderung einer modernen Software ist auch, dass all das, was mit diesen Daten passiert, nachvollziehbar sein und reproduzierbar sein muss. Ein ausgereiftes Rechtesystem, auf das ich dann noch ein wenig eingehen werde, ist ebenfalls notwendig. Wir unterscheiden hier von internen und externen Rollen. Interne Rollen sind all jene, die vom Administrator in der Bildungsorganisation durchgeführt wird oder von
dem Schulsystem zugehörigen oder Ausbildungssystem zugehörigen Personen externe Rollen wären Studenten, Kurskandidaten bei der Anmeldung, Schüler, die zugreifen auf ihren Stundenplan, Studenten auf die Verfügbarkeit. Durch eine individuelle Anpassung werden die Zugriffe durch Rollensysteme auf Dokumente und Daten geregelt. Das heißt, der Administrator einer Bildungsorganisation entscheidet, welchen Zugriff auf welche Daten die einzelne Person hat und kann so mit User-ID, Passwort oder Bürgerkarte oder natürlich auch Handysignatur hier seine Zugriffsberechtigung in Form vom Single Sign-On durchführen. Ja, wo spielen sich webbasierende Lösungen ab? Natürlich in einem zertifizierten Rechenzentrum. Wir monitoren diese webbasierenden Lösungen auf einem Leitstand remote in unserem Unternehmen mit Systemmanagement-Werkzeugen bis hin auf IT-Komponenten. Wir können im Bedarfsfall hier auch Service-Level-Agreements eingehen, wenn es vom Kunden gewünscht ist. Ja, noch kurz, wofür steht Edwin? Wir lernen unser Leben lang. Edwin steht für Education Wins und unterstützt quasi das lebenslange Lernen. Welche Anforderungen kommen woher? Wir unterscheiden hier die Privatwirtschaft natürlich und den öffentlichen Bereich. In der Privatwirtschaft gibt es genauso Gesetze wie im öffentlichen Bereich. Gesetze hinsichtlich Lehrlingsausbildung, verpflichtende Fortbildung oder Unternehmensrichtlinien, die Ausbildungspläne für Mitarbeiter definieren, Karriereplanungen vornehmen und Nachwuchskräfte fördern. Immer wieder zieht sich quasi der Satz durch alle Organisationen, dass ich ja nur in einem definierten Zeitraum, sei das Schuljahr, Semester, Ausbildungszeitraum, ein Wissensgebiet übertrage, das auch überprüft wird. Im öffentlichen Bereich haben wir uns dem Schulunterrichtsgesetz unterzuordnen, Krankenpflegegesetz, es gibt Schnittstellen zur Bildungsdokumentation, das heißt, alle ausbildungsrelevanten Daten müssen der Statistik Austria einmal im Jahr zur Verfügung gestellt werden. Wir haben im öffentlichen Bereich auch Schnittstellen zu Förderstellen, das kann auch das AMS sein, das Mitarbeiter gefördert und über deren Anwesenheit einfach informiert werden möchte. Ja, wo kommen unsere Lösung im Einsatz? Eigentlich ist Edwin in allen Ausbildungsformen Österreichs im Einsatz, von der Berufsschule bis hin zur verpflichtenden Ausbildung, bis in großen Unternehmen, die Zertifizierung und Ausbildungspläne ihrer Mitarbeiter verwalten, aber natürlich auch im öffentlichen Bereich von der Pflichtschule über AMS, Fachhochschule und auch im Krankenpflege-Ausbildungsbereich. Wir haben in Österreich unterschiedliche Schultypen und Ausbildungsstätten, wie die durch das Schulunterrichtsgesetz, nicht Geschäft, geregelt sind. Ja, und was sind jetzt eigentlich die Vorteile so einer webbasierenden Software? Einer der wesentlichen Vorteile ist, dass es keine Investition in lokale Hardware gibt. Wir brauchen eigentlich nur einen Internetbrowser, um jederzeit und überall auf diese Form von Lösungen zugreifen zu können. Es sind keine Software-Updates vor Ort mehr notwendig. Die Software wird durch die Anpassung an die ausbildungsspezifischen Erfordernisse via Parameter gesteuert. Es gibt keine lokalen IT-Koordinatoren mehr oder sind nicht mehr nötig, die sich um Datensicherheit kümmern, um Datensicherung kümmern. Auch das passiert alles von uns remote gesteuert in unseren Unternehmen. Ja, also wie schon erwähnt, um das System nutzen zu können, brauchen Sie eigentlich nur einen einen Browser wie Internet Explorer, Firefox, Chrome oder Safari.
unsere Lösung basiert auf Microsoft.NET und dahinter steht ein SQL Server Windows 2008. Ja, was ist der Leistungsumfang? Natürlich von der Stammdatenverwaltung bis zur Prüfungsabwicklung. Das sind dann auch jene Daten, die in die Langzeitarchivierung kommen und Bewegungsdaten, die ebenfalls archiviert werden. Ja, was unterscheiden wir? Wir haben allgemeine Pflichtschulen, berufsbildende Schulen, allgemein höherbildende Schulen und dann gibt es natürlich noch andere wie Schulen im Gesundheitswesen, Akademien und dergleichen. Wie schaut das Nutzungsmodell aus? Wir übernehmen Bewegungsdaten von bestehenden Systemen. Individuelle Auswertungen werden natürlich vorgenommen durch standardisierte und individuelle Exportstrukturen. Der Datenexport basiert in den gängigen Formaten wie XML oder CSV. Ja, und wer sind wir? Die Firma Schissel verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der IT-Services, kommt eher aus der Client- und Server-Betreuung, das heißt Vor-Ort-Unterstützung für Hardware, Betriebserfahrung haben wir durch Unterstützung von Rechenzentren. Wir verfügen über einen Leitstand, der 24 Stunden besetzt ist, wo wir die bestehenden Lösungen überwachen und seit 7 Jahren beschäftigen wir uns mit Ausbildungslösungen, ein Riesenmarkt und ein Betätigungsfeld, das uns hoffentlich noch über viele Jahre unser Auslangen erfüllt. Und ich darf Sie zum Abschluss herzlich einladen, unsere Webseite zu besuchen, wo Sie noch Detailinformationen über unsere Lösungen, unsere Unternehmen erhalten können.